Hallo liebes Publikum und herzlich willkommen zurück bei 30 Rare Days, 30 Tage von Rare Replay. Oder mit Rare Replay. 30 Tage lang spielen wir Rare Replay, genau. Beim letzten Mal, da haben wir Luna Jetman gespielt. Ich war sehr begeistert. Und heute spielen wir Attic Attack. Also ich denke, das oder vielleicht Arctic Attack, das... Ach... Wir gucken es uns einfach mal an, was das für ein Spiel sein wird. Und natürlich, wie immer, erkläre ich erstmal kurz das Konzept. Wir spielen die 30 Spiele, die es hier gibt, auf Rare Replay. 30 Spiele in 30 Tagen. So rum. Ja, genau. Und wir geben den ganzen Spielen 30 Minuten. Und ich würde sagen, die 30 Minuten für dieses Spiel laufen ab jetzt. Achso, Attic. Attic ist, Knight, Wizard, Surf. Okay, ich glaube, ich bin Knight. Stimmt. Attic ist der Dachboden. Okay, ich kann mit Äxten werfen. Kann ich auch schräg werfen? Ich kann auch irgendwie schräg werfen. Das erste Ticket mit Stempeln gefüllt. Cool. Ja, ich krieg hier dauernd irgendwelche Achievements. Ich geh mal hier links lang. Hier ist nichts. Also, jetzt kommt was, okay. So, und hier habe ich jetzt gerade Hähnchenschenkel gegessen? Oder was war das? Ich brauche Schlüssel, glaube ich. So, habe ich gerade Schaden genommen? Ein Kreuz. Ich check das noch nicht ganz. Muss ich ehrlich sagen. Ja, genau. Schon Leben verloren. RIP. Krieg stellenweise noch nicht mal mit, wie die mich treffen. Okay. So, die Hexe haben wir fertig gemacht. Gehen wir mal oben lang. So, hier ist das hier. Dann ist hier der Raum. Aua. So, jetzt kommen wir wieder hier hin. Genau. Unten waren wir noch nicht. Gut, das hat mich wieder aufgefüllt. Was haben wir denn links? Da haben wir den Raum. Okay, also wir haben hier immer so verschiedene Räume. Wo wir munter unsere Waffe durch die Gegend werfen können. Unsere Gesundheit ist ein Hühnchen. Wir spielen also quasi Tekken 3. Tekken Force Modus. Ja, hier ist mein Grab. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit dem Scroll machen kann. Also da oben halt. Auf meinem Scroll, da habe ich ja dieses komische Dreieck. Ich habe ja das Kreuz aufgesammelt. So. Ah, wo kann ich das Kreuz eventuell gebrauchen? Hä? Hä? Wieso bin ich gestorben? Da waren noch gar keine Gegner. Ach so, da geht ein Meter runter. So, jetzt kapiere ich das erst mit dem Hühnchen. Ich dachte, warum ist denn das so komisch geklippt an der einen Stelle? Aber nee, okay. Entschuldigung, ich bin jetzt gerade sehr ruhig geworden, weil ich überlegt habe, wofür könnte das denn jetzt alles irgendwie sein? Okay. Aua. Also das Hühnchen zeigt einmal meine Gesundheit an. Und zum anderen zeigt es irgendwie Hunger? Moment. Hui. Runtergefallen. So. Gut, ich bin eine Etage tiefer. Ich habe das Kreuz irgendwie irgendwo anders hingestellt. Ich glaube, ich hätte das bei mir behalten sollen. Treppe. Noch mehr Hühnchen. Autsch, autsch. Ich will sehen, was in der anderen Tür drin ist. Danke. Weg da.
War das ein Giftpilz? Ich glaube, das war ein Giftpilz. Das war ein fucking Giftpilz. Gib mir doch keinen Giftpilze. Schwerer, als es aussieht. Ja, ich habe angeblich den Pilz berührt. Kannst doch keinem erzählen. Ich bin gespawnt. Also ich bin aus der Tür gekommen. Ich konnte da nichts machen. Oh Gott, 3 Giftpilze und ein Dixie-Klo. Ach, hier komme ich rein. Cool. Hier geht's nach oben. Noch weiter nach oben. So, das habe ich weggemacht. Kann ich die Tür da oben öffnen? Wofür hätte ich das Kreuz gebraucht? Frage ich mich jetzt so. Gut, jetzt ist es zu spät. Jetzt habe ich es halt nicht mehr. Jetzt habe ich es ja auf dem... da drüber... irgendwie... ausgelassen. Aua. So, das hat mich wieder ein bisschen aufgefüllt. Ich guck mal die Türe oben. Wo kommen wir hier hin? Rot. Hier rot waren wir noch nicht, glaube ich. Das ist sehr interessant. So. Okay, jetzt haben wir eine Wrench. Der Wrench können wir doch garantiert irgendwas anfangen. Aua. Eine Ratchet. Frankensteins Monster! Es greift an! ...1881. Was soll das überhaupt bedeuten? Vor allen Dingen, weil das Spiel 83 rauskam. Ach so, da ist wahrscheinlich Rare... Was? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Der Sinn des Spiels hat sich mir noch nicht ganz erschlossen. Um ehrlich zu sein. Also, dass ich rumrenne und Viecher kaputt mache. Gut, 84 haben wir da. Oh Gott, aua. Muss langsam wieder was essen. Schlüssel! Gib mir Essen! Futter, ich verhungere! Bitte! Irgendwas! Nein! Oh Gott! Oh nein, oh, Game Over, wir sind verhungert. 27% haben wir gekriegt, wow. Das ging schnell in 6 Minuten 41. Pff, Respekt. Sind wir mal der Wizard. Gut, das Projektil sieht anders aus und wir haben eine lustige Kappe auf. Und haben lustige Schuhe an. Ich glaube, sonst gibt es keine großen Unterschiede. Ich finde es cool, dass wir auch hier wieder unser Fuel auffüllen müssen. Unseren Treibstoff. Mit den großen Fässern. So. Hier erstmal ein bisschen Spiritus. Geht immer. Sehr gut. Kann ich jetzt den da unten damit... Ah, damit bin ich jetzt da reingekommen. Okay. Und mit dem Kreuz komme ich dann vielleicht in die gelben Türen rein. Kann das sein? Ne, da komme ich jetzt nicht rein. Aber ein... Nein, ich wollte nicht nach unten. Oh Gott, okay. So. Den Schlüssel habe ich aber noch. So, jetzt haben wir noch das Kreuz. Da kommen wir durch die gelben Türen durch. Ne, kommen wir nicht. Immer noch nicht. Dafür brauchen wir vermutlich den gelben... Dafür brauchen wir vermutlich den gelben Schlüssel, wollte ich gerade sagen. So, komm, da lang. Achso. Ah, aua. So war das natürlich nicht gedacht. So, komm schon. Jetzt habe ich die beiden Sachen eingesammelt. Ich habe eine ganze Menge jetzt dabei. Pudding! Da komme ich nicht rein. Es sind wirklich nur die grünen Gitter, durch die ich jetzt durchkomme. Aber ich komme weiter.
Grünes Gitter. Ah, hier bin ich wahrscheinlich schon mal gewesen, weil die Türen offen sind. Gut, den Raum muss ich erstmal machen, damit ich die obere Tür freikriege. Okay. Soweit habe ich das auch gecheckt. So, rote Tür. Ich habe keinen roten Schlüssel. Ich habe nur einen grünen Schlüssel. Ich habe eine rote Feder. Nee, keine Ahnung. Ja, da habe ich eine ganze Menge Schaden genommen, aber ich loop sowieso durch die Gegend. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Und RIP. Düüüüüp. So. Also wenn ich noch andere Sachen finde oder so, dann werde ich die natürlich einsammeln, ist ja klar. So, dann einmal hier durch. Nee, weg mit euch. Danke. Hier ist eine blaue Uhr. Die Uhr bringt uns im Endeffekt auch nichts. So. ACG. Und wieder 1084. Ich habe immer noch keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Bin ich nach rechts schon gewesen? Bin ich da schon gewesen? Nee, offenbar nicht. So, komm schon. Yeah, und da hoch. Das ist sehr interessant. Wer hat das hier gebaut? ACG, hier schon wieder. Ich habe aber keine Ahnung, was die jetzt von mir wollen. Ich habe wirklich keinen Plan, was das Spiel von mir will, um ehrlich zu sein. Aber es macht es irgendwie sehr interessant. Ich bin verhungert. Scheiße. So. Tür auf. Danke. Also Tür offen lassen, bitte. Danke. Das wollte ich sagen. So. Ach, goddammit. So, dann gehen wir mal runter. Gehen wir hier lang. Holen wir uns mal das hier. Dann gehen wir wieder hier lang. Und hier sind wir ja so, schon so oft gewesen. Da ist ein anderes Grab von mir. Da oben kamen wir nicht weiter. Tür offen. Kamen wir hier unten weiter? Da unten war die Tür mit dem Gitter, die wir nicht aufbekommen. So. Dann einmal hier lang. Dann mal hier lang. Dann nochmal hier lang. Dann weiter hier lang. Dann sind wir hier. Wenn wir nach oben gehen, nochmal nach oben gehen. Und nochmal nach oben gehen. Kommen wir hier hin. Hier war ich, glaube ich, noch nicht. Brei. Es ist so Brei. Es ist so ein Brei. Brei, Brei, Unimoon. Schon wieder so ein Giftpilz, ey. Ich hasse die Teile von jetzt an. Ich hasse giftige Pilze. Oh Gott, da unten. Ob Giftpilze lecker schmecken? Ich meine, niemand wird es wirklich beantworten können, denke ich. Oder nur die, die halt auch Gift zu sich nehmen, um sich zu immunisieren oder sowas. Aber vielleicht sind ja Giftpilze die lecker schmeckendsten Pilze, haben aber einfach dieses Sekret in sich, halt um das zu schützen, um ihre Leckerlichkeit zu schützen. Leckerlichkeit? Ihre Leckernis, ihr Leckerschmecker, Schmatz, Schmatz, Schmatz. Genauso nennen wir das jetzt. Ihr lecker, lecker, Schmatz, Schmatz, Schmatz. So, wer diese Folge bis hierhin geguckt hat, der schreibt jetzt lecker, lecker, Schmatz, Schmatz, Schmatz in die Kommentare. Ja. Nö. Lass mich durch. So. Der Teufel ist hinter mir her. Ich bin doch mit dem Teufel im Bunde. Eigentlich nicht, aber egal. Ja. Yeah. Okay, dieses Spiel ermüdet langsam ein bisschen. Wenn ich jetzt sage Schlüssel und Rot lege ich jetzt darauf. Kann ich denn... Nee, kann ich nicht. 25% schon wieder. 6 Minuten 8, Game Over. Ich check nicht... Ich check das Spiel nicht. Jetzt bin ich mal in Surf. Surf und Turf, die volle Ladung. So. Ich werfe mit Schwertern. Cool. Alter! Der rutscht!
Der rutscht immer noch so ein bisschen nach, der Penner. Und vor allen Dingen, was sind das für Charaktere, die so schnell Hunger bekommen? Ich bin durch zwei Räume gegangen. Mann, bin ich jetzt wieder hungrig. Jetzt könnte ich erstmal wieder so ein ganzes Hühnchen essen. Kann ich nicht nachvollziehen. So, der ist doch mit dem Teufel im Bunde. Nee, den werde ich auf jeden Fall nicht nochmal versuchen. Hähnchen. Chicken. Ja. Geh mal runter. So. Was? Wie konnte ich da jetzt durchlaufen? Oh, vielleicht kann man nur als unterschiedliche Charaktere durch unterschiedliche Türen laufen. Oder es war ein Bug. Würde ich auch nicht ausschließen, dass das einfach nur ein Bug gewesen ist. Verzeihung. So, jetzt bin ich hier. Giftpilz wollen wir natürlich nicht. Frankenstein, no! Not your monster in the room. Denn der heißt nicht Frankenstein, das ist nur Frankensteins Monster. Immer wieder eine Sache, die mich aufregt. Dr. Frankenstein ist der, der dieses Monster erschaffen hat. Ach, danke. So, da lang. So, da lang. Öff mache, ich will da rein, wie in den Westen. So, danke. Ich brauche Futter. Gib mich Bananen. Okay, Äpfel gehen auch. Aber Bananen hätten wir hier im Osten nicht. So. Wie bin ich da eigentlich durchgeslidet? Ich kann da einfach durchlaufen. Das ist sehr interessant. Okay. So, da kann ich natürlich nicht durch. So, wenigstens habe ich jetzt genug Essen gefunden. Den Brei hebe ich mir mal auf. Dachte ich mir, aber dann ist der Typ einfach da reingerutscht. Dracula! No! What are you doing? I'm out of here. Sayonara, Dracula. So, jetzt haben wir wieder das Ding. Was auch immer das ist. Das sieht aus wie so ein Frit. Kennt ihr noch Frit? Das gibt's ja auch immer noch, aber kennt ihr das? Das ist dieses gummiartige, also dieses Kaubonbon-artige Zeug, diese Streifen. Mega ungesund, mega Chemie, aber trotzdem irgendwo ziemlich geil. Ich weiß auch nicht, irgendwie ziemlich lecker. Ist halt einfach dieses Chemiezeug, was man wahrscheinlich aus der Kindheit kennt. Wobei ich glaube, mittlerweile finde ich es, glaube ich, wirklich ein bisschen zu süß, weil ich hätte es echt fast nicht geglaubt, aber je älter ich werde, desto weniger kann ich Süßkram essen. Oder je weniger, so weniger Süßkram kann ich essen. Also ich kann es schon noch essen, aber ich merke halt einfach, wie mir von zu viel Süße einfach übel wird. Das ist krass. Normalerweise, ich habe eigentlich so einen eisernen Magen. Ich kann eigentlich futtern, was ich will. Großartig Magenprobleme habe ich eigentlich selten. Aber wenn ich sie dann mal habe, dann aber richtig. Also, könnt ihr wissen. Dann ist echt kein Auge trocken. Ja, was? Ich habe jetzt einen blauen Schlüssel. Und jetzt kann ich hier durch. Okay. Gut, also durch die blauen Türen kann ich jetzt mittlerweile durchlatschen. Den habe ich jetzt geöffnet. Okay. Der bleibt doch jetzt offen. Ich habe keinen grünen Schlüssel. Da müssen wir also jetzt einen grünen Schlüssel suchen. Blauen Schlüssel haben wir. So. Gut, vielleicht muss man echt... Igor! Ich bin einfach durch Igor durchgelaufen. Das war keine intelligente Idee. Rip! Oder der Glöckner. Oder ich habe keine Ahnung. Meine Items habe ich aber noch, gut. Komm schon weiter, ich will raus. Ah, und das Kreuz brauche ich, um zum Beispiel gegen Dracula zu gewinnen. Ah, ich glaube, langsam sehe ich da, also langsam kapiere ich so ein bisschen was. Aber auch nicht alles. Weil dafür ist das Spiel einfach zu kompliziert. Wobei es eigentlich nicht kompliziert ist. Ich renne rum und werfe mein Schwert. So. Und dabei mag ich diesen Swerf oder was auch immer wieder spielen nicht. Hab mir nicht gemerkt, wie das Ding hieß. Slidey McSlide-Slide-Männchen. Ich gehe mal nach unten. Vielleicht finde ich ja da einen besseren Schlüssel.
So, hier kann ich einfach durchlaufen, weil warum auch nicht. So, jetzt gehen wir hier hin und dahin. Oh Gott. Ich kann die Flasche nicht auf... Warum kann ich die Flasche nicht aufnehmen? Verstehe ich jetzt nicht. So, die Tür haben wir geöffnet. Nein! Nicht Giftpilz. Warum konnte ich die Flasche nicht... Ah! Roter Schlüssel. Boah, ja, genau. Dracula an einem und... Keine Ahnung, wer im anderen. Nein! Lass mich ja wenigstens mein Zeug wiederholen. Ich will meinen blauen Schlüssel wieder haben. Mach die Tür auf! Danke. Erstmal noch einen Frit gönnen. Der Frit muss mit, Leute. Der Frit muss mit. Aua! So, weiter hier. Da komme ich auch durch. Hier lang. Ah! Frankensteins Monster. No, bitte nicht. So, jetzt müssen wir hier lang. Flasche. Die konnten wir aber diesmal einsammeln. Ach, man muss unten, also durch den unteren Teil der Flasche durchlaufen, damit man die einsammelt. Aber ich dachte, das haben wir bei der anderen auch gemacht. Kamen wir nicht von unten? So bin ich direkt durch die Flasche durchgelaufen. Könnte auch sein, dass ich es falsch im Kopf habe. So, jetzt hier weiter. Oh ja, komm, lecker, lecker nom nom. Oh, sind wir jetzt voll. Nehmen wir das Posthorn auch noch mit. So, hier ist wieder so ein Regenerationsraum. Durch die Tür können wir diesmal. Und da ist der rote Schlüssel. Sehr gut. Gut, jetzt haben wir den roten und den blauen Schlüssel. Nochmal ein Frit. Klar, Frit geht immer. So, jetzt können wir durch die roten Türen. Lollipop, Lollipop, oh. Eine Peitsche. Das sieht interessant aus. Grüner Schlüssel. Ich nehme mir alle Schlüssel mit. Öffne jetzt alle Türen. Das ist gut, das ist richtig gut. Es muss noch einen gelben Schlüssel geben. Ich glaube, es gab auch gelbe... Was ist das denn? Grüner Molotow-Cocktail? Nein, nein. Oh, hier geht's doch, hier geht's weiter runter. Klar. Und noch weiter nach unten. Mein Typ geht automatisch runter, wenn er irgendwo runterfällt. Okay. So. So, jetzt hier hin. Jetzt rechts lang. Dann haben wir erstmal den Raum hier. Ganz ehrlich, ich habe mir das nicht gemerkt, wo irgendwo was ist. So, komm schon. So, dass wir hier noch keinen Frit gefunden haben, macht mich gerade ein bisschen traurig. So, grüner Schlüssel, dann geht das hier langs und dann da längs. Und dann da längs oder bin ich wieder im Anfangsraum? Nee, nicht ganz. So. Ah, komm schon. Kannst nicht mir keinen Frit geben und dann die Tür zumachen. Frit und die Tür muss mit, sag ich dir. Frankenstein. Ich sag lieber Franken, nein. So. Eine Münze. Das ist sehr interessant. Ach, damit kann ich Igor bestechen. Okay. Ich muss die Monster töten. Klar. Ich muss die Monster in unserem Dachboden kaputt machen. Mit der Münze machen wir Igor fertig. Mit dem Kreuz können wir Dracula besiegen. Mit der Peitsche? Frankensteins Monster? Ich weiß zwar nicht, was er mit... oh Gott. 49%. Wir sind weitergekommen. Einmal versuchen wir es noch. Aber so langsam erschließt sich mir das Konzept. Okay. Mit dem Surf sind wir am weitesten gekommen, muss man ja mal sagen. Dann machen wir mal weiter den Surf. Der surft nämlich einfach so über den Boden. Und dann können wir halt die... Können wir halt die Türen die gelben Türen mit den Zahlen drauf, können wir damit sehr gut einfach durchschreiten. Das konnten wir mit den anderen jetzt nicht machen. Oh, Dracula, da bist du ja. Oh Gott, muss man... Ich komme da nicht dran vorbei. Natürlich kam ich da nicht rechts dran vorbei. Klar. Das ist der Teufel.
Vielleicht den Teufel mit der Peitsche wegmachen? Den eigentlich mit dem Kreuz, aber das Kreuz macht bei Dracula, finde ich, mehr Sinn. Geh ich halt nach oben. Fritt! Rette mich! Oh, rettendes Fritt. So, komm schon. Nee, nicht unten, oben. Und nein, Hashtag nicht gesponsert. Muss man ja auch mal sagen, weil irgendwie heutzutage alle irgendwas, irgendwie Schleichwerbung einbauen. Ich sag einfach nur Fritt. Oder ein anderes Kaubonbon-Produkt, was es auf dem Markt gibt. Was streifenförmig ist. Na, den Apfel hätte ich mir aufsparen sollen. Ah, das hätte ich mir auch aufsparen sollen. Ah, das hätte ich mir auch aufsparen sollen. So. Na, das hätte ich mir vielleicht auch aufsparen sollen. Aber die Frage ist, komme ich denn überhaupt hier zurück? Vermutlich schon. Weil ich einen Orientierungssinn von der Bockwurst habe. Ach, den hätte ich einfach essen sollen. Habe ich auch gemacht. Also habe ich das Richtige gemacht, was ich hätte machen sollen. So. Die Ranch. Für, gegen wen könnte die am besten... Na klar, damit können wir Frankensteins Monster die Dingens aus dem Hals ziehen. Die Schrauben. Jawoll! Geschafft! Ich habe den Sinn des Spiels kapiert. Okay. Attic Attack. Mal gucken, ob wir das schaffen. So, also Frankensteins Monster wurde ausgefrankensteint. Dem haben wir einfach mal ein bisschen die Bowls, die Schrauben aus dem Hals gedreht. Das ist ja mal richtig clever. Es hat eine Weile gedauert, ehe ich es kapiert habe, und wir werden jetzt verhungern auf dem Dachboden, aber... Der Teufel! No! Okay. Rip! Da hätten wir eh keine Chance gehabt, also... Denn lieber abzuwarten war dann doch die bessere Entscheidung. Ich glaube, hier unten sind wir schon mal lang, aber hier haben wir auch noch mehr Wege. Fritt! Cool. Ein Fass Bier und ein Fritt. Was will man mehr? Das ist doch eine super Ernährung. Ein Fass Bier und ein Fritt. Ja, da gehe ich mit. Das ist mein Ernährungsplan. Ein Fritt, der muss mit. Und ein Fass Bier, das geht auch. Und da habe ich dann ganz schnell ein Wettenbuch. Lalalalalala. Machst du mal die Tür auf, danke. Blauer Schlüssel. Finde ich gut. Ah! Ich häng fest. Ich häng fest. Vergangenheitsform. Jetzt nicht mehr. Danke. Jetzt müssen wir blaue Türen finden. Näh. Man muss sich halt immer entscheiden, was man mitnimmt, je nachdem, welches Monster man besiegen will. Dass ich halt jetzt ausgerechnet Frankensteins gefunden habe, war ein glücklicher Zufall. So, und jetzt gehen wir nach links. So. Genau. Bidü. Bidü. So. Du bist nicht blau. Oh, nach unten. Ja, auf jeden Fall. Und wir rutschen wieder nach unten. Was ich jetzt nicht so schlimm finde. Gehen wir erstmal den Weg entlang. So. Machen wir Zeug kaputt. Score ein bisschen oben halten. Weil ich will wirklich alle Monstren besiegen. So. Also die großen Monster. Das heißt den Teufel, Dracula, Frankensteins Monster und Igor. Igor musste einfach mit der Münze, also er muss die Münze dabei haben, um ihn kaputt zu machen. Bei Frankenstein, wie gesagt, den Schraubendreher. Die Zange, wie auch immer man es jetzt sagen will. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du mit dem Kreuz den Teufel besiegen kannst oder Dracula. Ich würde sagen, beides ist irgendwie so nicht unbedingt abwegig. Aber jeder hat halt seine spezielle Sache, mit der er getötet werden kann. Hm, ich klinge schon was wie ein Experte in diesem Spiel. Und dabei habe ich es heute zum ersten Mal gespielt. Unfassbar, nicht wahr? Gut, das Spiel ist auch schon ewig alt und die Prämissen sind halt damals, glaube ich, sehr simpel gewesen. Also, das ist jetzt, glaube ich, auch nicht sehr schwer gewesen, das herauszufinden. Aber dass ich so lange dafür gebraucht habe, ist eine andere Geschichte. So, oh Gott, der Teufel. Hier bin ich schon mal drauf gegangen und hier war auch nichts, ja. Da sieht man es, da ist auch mein anderer Grabstein. Ich glaube, da hat doch der Teufel seinen Finger im Spiel. Nein!
Nämlich im Spiel meines Todes. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm, komm, komm. Ich will hier runter, ich will hier runter. Hier war ich noch nicht. Oh nein. Rechts, 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 rechts. Essen. Essen. Shit. No, ich will nicht verhungern. Schade. Echt schade. Nein, eins haben wir noch. Okay, gut, geht weiter. Nichts gesagt. Blaue Tür. Da gehen wir durch. So. Hier sind wir definitiv noch nicht gewesen. Hier ist wieder ein ganzes Bierfass. Und da geht's weiter rund. Ah, die Tür dahinter. Ah, ich hätte mir die Tür dahinter angucken sollen. So. Das Einzige, was ich halt habe, ist immer noch die Wrench. Das bringt mir aber im Endeffekt nicht viel. Einmal runter. Ich weiß auch nicht, ob ich die ablegen muss oder die dann einfach damit angreifen oder wirklich in ihn reinlaufen muss, wenn ich das habe. So, mein Handy sagt mir gerade von wegen, ey du, dich du schon wieder. Dracula! No! Mein Handy sagt mir gerade, wir haben schon die 30 Minuten überschritten. Aber ich werde das Leben jetzt noch ausspielen. Und das wird nicht allzu lange. War nicht in dem Raum Dracula gewesen? Ich krieg schon totale Halluzination oder so, habe ich das Gefühl. Oder ich weiß nicht. Ich komme halt auf jeden Fall da nicht klar drauf. So, jetzt einmal durch die Tür hier gegangen. Jetzt gehen wir mal dahin. So. Aber auf jeden Fall scheint das irgendwie, selbst wenn man halt theoretisch nach unten fällt, ne, scheint das Ganze wohl irgendwie doch nicht so zu sein. 27% haben wir geschafft, wir waren bei über 40 an einer Stelle. Ich würde an der Stelle aber erstmal sagen, dass wir es mit dieser Folge von 30 Rare Days, 30 Tage mit Rare Replay. Ich gebe diesem Spiel eine Empfehlung, einfach aufgrund dessen, es ist recht herausfordernd, es ist einfach, aber es macht halt auch Laune, weil wenn man dann so langsam aber sich herausfindet, okay, so und so funktioniert das und man die ganzen Sachen zusammensammeln muss und man halt gucken muss, was nehme ich mit, was nehme ich nicht mit und so. Ich finde, das ist ein cooles Konzept. Hat mir Laune gemacht, hat mir Spaß gemacht. Definitiv eine Empfehlung von mir. Und an der Stelle würde ich sagen, das ist mit dieser Folge von Let's Play Rare Replay, wie ich es ja schon gesagt habe, beziehungsweise 30 Rare Days, wie auch immer. Wir gucken uns jetzt kurz nochmal an. Beim nächsten Mal spielen wir dann Zuschauer 2, cool. Beim nächsten Mal Video von Rare irgendwas bekommen, okay. Von Rare Replay irgendwie. Beim nächsten Mal spielen wir dann Saberwolf. Aber das dann, wie gesagt, beim nächsten Mal. An der Stelle wäre es mit dieser Folge. Dankeschön und tschüss. Bis dann.